Es ist wieder soweit, der TT Wandercup 2008 ist gestartet. Auftakt war in Amlach in Osttirol und zahlreiche Wanderfreundinnen und Wanderfreunde waren wieder mit dabei. Bei dieser ersten von 11 Stationen war natürlich auch Tirol TV mit dabei. Beim Kraftwerk Amlach können sich die rund 700 Wanderer nach dem gelungenen Auftakt bei den Klängen verschiedener Musikgruppen wie den Hattinger Burm ausruhen. Während manche die Gelegenheit zum Tanzen nutzen, gönnen anderen ihren Füßen eine wohlverdiente Pause. Gestartet wurde übrigens bereits um 8:30 Uhr in der Früh. Auf der Expertenroute geht es unter anderem mit dem Hochsteinlift auf die Moosalm. Petrus hat es mit den Wanderern gut gemeint, denn es herrscht optimales Wanderwetter. Am Speichersee oberhalb der Moosalm geht es vorbei Richtung Sternalm. Den Wanderern bietet sich entlang der Expertenroute ein herrliches Panorama. Dass der TT Wandercup heuer zweimal in Osttirol Station macht, dürfte seinen Grund haben. Wir hatten den TT Wandercup das erste Mal im Jahr 2001 in Osttirol und heuer ist es besonders erfreulich, dass man gleich zweimal hier bei uns zu Gast ist. Wir haben sehr freundliche Leute, wir haben eine sehr schöne Landschaft und die Veranstalter werden sich sicher was dabei gedacht haben, warum sie zweimal nach Osttirol kommen. Oberhalb der Sternalm liegt der Hubertusteich. Hier auf 1500 Metern ist auch eine Stempelstation. Die Wanderbegeisterten können sich aber auch etwas stärken und nach dem Aufstieg etwas verschnaufen. Von der Expertenroute aus hat man übrigens auch einen tollen Ausblick auf das Highlight der Familienroute, den Tristacher See. Auf der Expertenroute geht es jetzt weiter bergab Richtung Reiteralm. Die Reiteralm liegt auf 1134 Metern. Hier können sich die Wanderer noch einmal stärken und in der Kapelle gleich für das schöne Wetter danken. Während manche noch gemütlich sitzen bleiben, machen sich andere schon wieder auf den Weg zum Kraftwerk Amlach. Dort erwartet die Wanderer ein abwechslungsreiches Programm. Es freut uns, die vielen Teilnehmer zu sehen, was da dabei sein. Und wie wir schon jetzt live miterlebt haben, sind einige Interessierte dabei für Kraftwerksführungen. Die führen wir jetzt gerade zur Zeit um. Und es freut uns natürlich, dass sich auch die Leute, die was beim TT Wandercup teilnehmen, auch für das Kraftwerk interessieren. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Hattinger Burm, die vier Bergzigeuner, die Horgastmusik, Wiedl Sound aus Kärnten sowie der Zillertaler und die Geigerin. Auch für die Kleinen ist hier wieder etwas dabei. Für die kleine, aber feine Osttiroler Gemeinde Amlach hat der TT Wandercup eine große Bedeutung. Amlach bietet für die TT Wanderfreunde eine sehr schöne Gegend. Und ich bin überzeugt davon, dass die auch nicht nur in Osttirol, sondern auch in Nordtirol ein bisschen bekannt worden ist. Aber um das eben besser bekannt zu machen, sind wir sehr froh, dass der TT Wandercup heuer oder dieses Jahr bei uns in Amlach stattfindet. Informationen zum TT Wandercup gibt es übrigens im Internet unter www.alpevents.at. Und natürlich ist auch Tirol TV wieder mit dabei, wenn am 1. Juni der TT Wandercup in Kufstein Station macht.